Der Tender nach Musterblatt 35F ist ja jetzt so halbwegs fertig. Und jetzt kann er schon mal eine Probeaufstellung nehmen. Also hier kommt dann die Lok angefahren. Und ich finde, jetzt wo das Ganze mal Stellung beziehen kann, das sieht ganz gut aus. Na gut, hier sind jetzt eine Sachen abgefallen. Also das wird die G71 mit dem vierachsigen Tender. Auch hier habe ich nach dem Abschaben der überflüssigen Sachen gespachtelt, geschliffen und grundiert. Und jetzt sieht man unter der Grundierung viel besser, wo noch Fehler sind. Und hier sowie da und da habe ich die schon beseitigt. Ich denke mal, jetzt ist es soweit gut. Und jetzt werde ich als nächstes das Kesselmittelteil rausschneiden und dann eben auch durch ein gerätes Teil ersetzen. Bei der G71 mit dem vierachsigen Tender habe ich jetzt mal die Kesselanbauteile noch entfernt. Also ich hatte jetzt von Schwarz noch ein paar Gussteile. Also jetzt Dom, Sandkasten, Esse und Ramsbottom-Ventil. Und jetzt habe ich halt bei der G7 den Schornstein runtergeschliffen. Und wenn man das mal vergleicht, ja, es wäre eigentlich an allen Maschinen notwendig. Aber da fehlt mir eigentlich der Mut. Und wir wissen ja, wie es ist, wenn man erstmal mit so einer Nummer anfängt, dann gefällt einem das alles nicht mehr. Und deshalb habe ich mich entschieden, nur die G71 mit dem Tender nach Musterblatt 35F eben mit ganzen Messingbauteilen auszustatten und nochmal gucken, was ich dann noch mache. Wahrscheinlich kriegt die auch Sound und Beleuchtung in allen erdenklichen Varianten. Und deshalb lohnt sich das auch da mehr Aufwand zu treiben als bei diesen ganzen gewöhnlichen Massenloks, die auf dem Fremo-Treffen sowieso ja nicht weiter auffallen. Jetzt habe ich also das Kesselmittelteil neu gedreht. War ein ziemlicher Akt. Also ich hatte nicht viel Spaß mit dem Aluminium, werde es künftig wahrscheinlich auch aus anderem Material machen. Jetzt sind die neuen Kesselaufbauten sind drauf. Die sind doch schon verklebt. Und jetzt geht's halt um die Zurüstung des ganzen Kessels. So, jetzt habe ich also noch ein bisschen Spachtel hier in die Ritzen reingemacht. Jetzt habe ich hier noch den Rockkammer-Zentralverschluss. Den kann ich jetzt noch einkleben. Und dann ist das Wochenende auch schon wieder vorbei. Und ich muss wieder am Morgen auf meine Galeere kommen, also nicht weiter. Die Weiner-Teile sind sehr schnell geliefert worden. Und nun kann ich anfangen, die G7 mit dem vierachsigen Tender auszustatten. Also ich habe bei der Maschine jetzt schon die Löcher gebohrt. Also hier vorne kommt ja das Speiseventil, hier kommt die Luftpumpe ran. Ich habe mich hier für eine einstufige Pumpe von Schwarz entschieden. Und im Grunde genommen löte ich jetzt die Drähte, das ist nur die Luftleitung oder Dampfleitung, das ist jetzt hier ein 04er. Den löte ich in diese Ventile ein, biege dann die Drähte sauber vor, denn es soll ja alles ordentlich aussehen. Und suche mir dann eben genau die Länge raus. Und in dem Falle mit der Luftpumpe. Die Zurüstung der Maschine macht Fortschritte. Ich habe also die Leitung jetzt festgeklebt. Die Stangenhalter sind schon dran. Die Stangen werde ich nachträglich einziehen. Genau wie ich auch die Sandleitung erst einziehen werde, wenn die Maschine lackiert ist. Ähnlich hier. Stangenhalter sind drin. Hier muss jetzt noch der Sandkastenhebel ran. Und dann ist die Maschine eigentlich fertig zur Lackierung.
Einige Zeit später sieht das Ganze so aus. Ich habe also bei der G7 mit dem vierachsigen Tender mit der Lackierung begonnen. Hier muss ich jetzt noch ein bisschen an der Rauchkammertür nacharbeiten. Ich habe nämlich hier mit dem Gummihandschuh aufgefasst und jetzt habe ich hier ein bisschen Farbspuren, die sich auf dem Handschuh abgetragen hatten. Aber das ist überhaupt kein Problem. Abkleben werde ich jetzt fürs Lackieren mit diesem Tesaband. Das ist für Tapete besonders empfindlich. Gibt es da und noch normale Papiertapete. Und damit zerrt man tatsächlich die Lackierung nicht hoch. Nach dem Lackieren fängt das Auspacken an. Also so wie dieses Gehäuse hier kommen die Maschinen ja dann bei mir aus der Lackiererei. Und ich klebe da lieber ein bisschen mehr ab als zu wenig. Also gerade bei den Gehäusen. Hier zum Beispiel sieht man ja auch noch, dass ich die Dachstütze nochmal extra abgeklebt habe. Und hier wird es interessant, wie viel Farbe vorne reingekrochen ist. Das werden wir dann schon noch sehen. Und hier ist die andere G7, wo die Schwarzteile auf dem Kessel drauf sind. Diese G7, die jetzt für den vierachsigen Tender vorbereitet ist, hat auch schon alle Anbauteile bekommen. Hier müssen ebenfalls noch die Griffstangen eingezogen werden. Die Sandfallrohre kommen noch rein. Und natürlich noch der Luftkessel, der hier auf der linken Seite des Umlaufes sitzt, der muss auch noch vorbereitet werden. Führerhaus ist auch soweit fertig. Die farbliche Gestaltung des Stehkessels steht noch aus, wie auch das Führerhaus von innen. Wie ich schon an anderer Stelle sagte, normalerweise müsste es innen hell gespritzt werden, aber dann sieht man zu sehr die fehlende Innengestaltung. Also ab oberhalb der Brüstung sollte es dann in hellen Eichenfarbton gestrichen werden, damit eben auch die Personale bei schlechten Lichtverhältnissen besser ihre ganzen Geräte erkennen können. Ja, und wenn ich jetzt mal die beiden Kessel vergleiche, links sind ja die Anbauteile größtenteils noch von der Pico G7. Man sieht also die Esse hier bei dem Kessel ist deutlich wuchtiger. Der Dampfdom ist höher, bei den Soundkästen naja, Unterschied im Detail. Während das Ramsbottom-Ventil, das ist durchaus vergleichbar, also das ist nicht unbedingt schlechter. Ja, also wenn man die Loks direkt nebeneinander stellt, dann fällt das natürlich mit der Esse auf, dass der Schornstein doch eine ganz andere Form hat. Aber wir hatten ja an anderer Stelle schon festgestellt, als Spielzeugversion für Kinder gedacht, muss alles ein bisschen stabiler sein. So einzeln fällt das überhaupt nicht auf, nur im direkten Vergleich. Jetzt sind die Führerstände drauf, die Fenster sind schon zum Teil drinne. Ich habe mich also entschieden, dass die Strahlpumpen aus Frostschutzgründen innerhalb des Führerstandes untergebracht worden sind. Ich muss jetzt noch den Luftkessel anpassen. Die Leitung dafür schwebt ja hier noch rum. Und da kann ich schon beginnen mit dem farblichen Absetzen der ganzen Leitungen. Stellprobe mit der G71, die den 16 Kubikmeter wasserfassenden vierachsigen Tender bekommen soll. Also das ist der derzeitige Zustand. Die Räder, wie ich schon im Vorfeld erwähnte, sind noch nicht fertig. Also es sind hier die Pico-Räder. Aber man weiß ungefähr, wie die Maschine aussehen soll. Und ich finde, mit dem vierachsigen Tender sieht sie ziemlich flott aus. Geradezu schnell. Und wir müssen mal gucken, wie viele Schritte noch zu machen sind. Also ich denke auch in diesem Falle, dass der zweite Teil, der irgendwann im September, Oktober vielleicht kommen wird, dass der nochmal so 10, 20 Minuten umfassen wird, wenn ich also dokumentiere, wie dann
diese Lok fertiggestellt wird. Und bis dahin wünsche ich einen schönen Sommer.